Am Hauptbahnhof von Terraflora bittet Wagner die Helden Stolz in seinen Zug. Er will das Team bis nah an die Speispitze heranbringen, wo der Finsterzeit-Tentakel thront. So heißt es, alles einsteigen bitte, bis plötzlich ein wütender Wiggler droht, den Zug von den Gleisen zu werfen. Die Helden befinden sich in großer Gefahr. Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Mario Rabbit Spark of Hope. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Ja, die letzte Schlacht der letzten Folge haben wir dezent verloren. Ich habe aber gesagt, wir werden sie jetzt noch einmal mit einer etwas anderen Taktik angehen. Bist du sicher? Diese Sinnfragen immer. Ich wünsche euch damit hoffentlich viel Spaß. Wenn wir es jetzt wieder nicht schaffen, kommen wir irgendwann später wieder. Aber die Mission heißt ja auch hyper inaktiv. Wir müssen jetzt besser zusammenarbeiten. So. Heißt übersetzt, wo haben wir die meisten? Die meisten sind hier so in dem Bereich. Also wäre es ja jetzt richtig klug, wenn wir... Okay, also er könnte hochspringen. Ich glaube, dann werden wir sie... Oder wir machen es hier oben erstmal, dass wir die ersten ausgeschaltet bekommen. Weil ich werde jetzt nämlich versuchen, mal so einen ganzen Teil einfach auszuschalten, bewegungsunfähig zu machen, indem wir ein Gute-Nacht-Lied singen oder auch eine Geschichte erzählen. So, jetzt haben wir nämlich noch Raserei, die wir einsetzen können. Ah, okay, das macht dann den Effekt wieder weg, sehe ich gerade. Wir sollten jetzt nicht unbedingt in dem Bereich drin stehen, das ist auch ein bisschen doof. Und ich glaube, wir holen ihn jetzt tatsächlich noch mit nach oben. Weil er mehrere auf einmal erledigen könnte. Frage ist halt nur, von wo gehen wir die ganze Geschichte jetzt an? Stehen wir selbst halt ganz beschissen mit drin. Kriegen jetzt alle was mit ab. Aber ich glaube, das war jetzt gar nicht so schlecht. Und... Dam-di-dam-di-dam. Das könnten wir doch machen. So, das war doch schon mal ganz gut. Das waren jetzt 3,5 Gegner mit der ersten Runde. Wir müssen jetzt gucken, wie das Ganze weiterläuft. Sie braucht ja jetzt erstmal 2 Runden, bis sich diese Kraft, alle einzuschläfern, erstmal wieder erholt hat. Insofern müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Gerade auf Rebel Peach, ne? Vor allen Dingen auch, was unsere Pilze und so betrifft, ne? Gut. Oh Gott, es wird schon wieder voll. Es wird einfach schon wieder voll. Es wird voll, es wird voll. Was ist denn jetzt am sinnvollsten? Sie ist da unten. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir?
Weil das Problem ist, wenn ich mich halt direkt reinstelle, ist auch nicht klug. Ich glaube, ich bleibe mal ein bisschen auf Distanz. Sing! Dummkopf! Meine Fußarbeit wirf dich um! Ich muss halt jetzt echt gucken, wie wir da jetzt vorgehen. Ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, wenn ich ihm keinen Pilz gebe. Oh, es braucht sogar 3 Runden, bis es sich erholt. Ach, schwierig. Aber wir sollten hier unten jetzt einmal raus. Wir werden natürlich jetzt alle irgendwie so ein bisschen anlocken, ne? Wie getasert. Einfach weggetasert. So. Ich habe ein bisschen Angst für die nächste Runde. Weil wir ja direkt am Eingang stehen. Ungünstig. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt Pilze. Wir müssen gucken, wie wir das unten jetzt regeln. Und dass er nicht stirbt. Dass am besten keiner stirbt. Es sind so viele. Es sind einfach so viele. Vielleicht müssen wir auch noch mal was anderes einsetzen, dass wir dass sich das wieder auflädt. Ich werde mal gucken, was wir an Items alles noch dabei haben. Aber eigentlich müssen wir jetzt erstmal einen Pilz nehmen. Boah, uns fehlt halt wirklich ein Heiler. Also diese Mission ist schwierig, so zumindest von dem Level, den wir haben. Wobei, ich habe gar nicht gesehen, ist das vielleicht auch erst ab Level 25? Weil wir sind ja, glaube ich, erst Level 24. Dann würde das auch erklären, warum es uns so schwer fällt. Es nimmt schon wieder kein Ende, ne? Naja, was heißt Level 24? Also theoretisch sollten wir das schon packen, ne? Reicht jetzt... Ich probiere mal einen normalen Pilz zu nehmen, weil wir halt auch so ein bisschen haushalten müssen. So, damit kann ich jetzt aber wieder keinen anderen einsetzen. Ärgerlich. Ich glaube, es ist wie gesprungen. Ärgerlich. Was machen wir jetzt? Wir haben noch so viele Runden, die wir brauchen, bis sich das wieder erholt. Pass auf, dann gehe ich jetzt ans andere Ende. Es ist vielleicht, glaube ich, doch eine gute Idee, wenn wir uns hier noch einen dazu holen, der uns ein bisschen beschützt. Das war blöd, weil wir jetzt so ein bisschen in so einer auswegslosen Situation gefangen sind. Aber wenn ich da wieder ganz nah hinlaufe, ist auch bescheuert. Gott, ich habe Angst. Das geht ein bisschen schief, glaube ich, schon wieder. Der sollte uns beschützen. Das Problem ist, wenn wir gerade alle hochkommen.
kann auch schwierig werden. Ich glaube, bis sie da was einsetzen kann, das dauert noch ein bisschen. Gucken wir mal. Es sind einfach so viele. Und es wäre noch mehr. Also es ist wirklich eine schwierige Runde. Was tun wir? Was tun wir? Also erstmal gegen Tackeln, weil wir es können. Ich nehme jetzt wirklich Pilz. Ich habe Angst, dass das sonst nicht reicht. Das passt uns nicht. Also, wir haben ja jetzt relativ viele hier oben. So. Ich glaube, auch ihr gönnen wir wirklich erstmal einen Pilz. Ich habe Angst, dass das sonst nicht funktioniert. Es kann halt eine blöde Idee sein. Sie kann halt immer nur einen umlegen, ne? Oder auch zwei. Am liebsten wäre mir ja so einer. Deswegen bleibe ich jetzt da oben einfach mal stehen. Ja, da ist. Wir können uns nirgendwo verstecken, keine Deckung machen, gar nichts. Im Endeffekt ist es ja jetzt auch gar nicht so verkehrt, wenn jetzt mehrere oben kommen. Also nach oben kommen. Ich glaube, in der nächsten Runde müssen wir sie wieder einschläfern können, alle zusammen. Wir werden auf jeden Fall noch Pilze brauchen. Und wir brauchen Geld für die ganze Aktion, um das wieder alles aufzufüllen. Es gibt so manche Level, die schaffen einen wirklich so ein bisschen, ne? Es sind einfach so viele, wenn die alle jetzt hier noch... Boah. Aber sie positionieren sich. Aber das heißt, dass sie in der nächsten Runde sind die wirklich oben, ne? Alle. Gefühlt. Oh Gott, es sind so viele. Es sind einfach so viele. Du sagst es. Also, ich versuche mal ganz nah ranzugehen. Wobei, ich glaube, klüger ist es, wenn er erstmal vorlegt. Können wir... Warte mal, ich werde mal... alle jetzt ein bisschen schocken, um zu gucken, was dann am Ende noch übrig ist. Vielleicht erledigt das ja jetzt schon noch ein paar mehr. Ah, da schau mal, guck. Das war jetzt ganz gut. Das war jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Was machen wir jetzt? Bleiben wir jetzt erstmal hier oben stehen oder gehen wir nach unten, ist die Frage. Mitten rein? Statt nur dabei sein? Das kann jetzt ein richtiger Fehler sein, was ich hier tue. Aber es kann vielleicht auch voll gut sein. So, sie kommt nicht bis hin. Verdammt. Angenommen, ich setze das jetzt ein. Werde ich einen Teil jetzt... Pass auf, ich mach das. Eigentlich wäre es mir lieb gewesen, ich würde alle blockieren, aber ich habe sonst Angst, dass die ihn unten erledigen. Das wäre halt sonst jetzt richtig blöd. Die hier sind so weit weg, da unten. Gefährlich sind halt wirklich die in dem Dreh.
Ja, kommt zum Fass. Schmerz. Kommt zum Fass. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die da jetzt eingefroren sind. Kommt hoch, tritt mich, haut wieder ab. Ja, kommt zum Fass, mein Freund. Wow. Ja, kommt alle hier zum Fass. Weil das braucht halt jetzt wieder 3 Runden, glaube ich, bis sich das auffüllt, ne? Weil wenn wir jede Runde irgendwie gefüllten Pilz brauchen, können wir auch keine anderen Items einsetzen, ne? Ja, geil, noch mehr, weil wir noch nicht genügend hier auf dem Schlachtfeld haben. Okay, Freunde, wir werden jetzt Unterstützung liefern. Warte mal, als erstes nehme ich jetzt mal einen davon. So. Wie platzieren wir uns? Sechs brauchen wir noch. Das wird halt echt eng, ne? Wo platziere ich mich denn jetzt? Vielleicht können wir jetzt doch ein Item noch nehmen. Also pass auf, was haben wir? Sofort wieder nutzbar. Pass auf, wir werden jetzt eine Cooldown-Uhr nehmen. Und... yes. Dann sind die eingefroren. Das ist doch das erste Mal, dass wir diese Uhr, glaube ich, einsetzen, ne? Wir brauchen einfach so eine ultimative Massenvernichtungswaffe. Da wird, glaube ich, wieder ein Pilz fällig. Weil wenn die jetzt alle durch die Röhre kommen, hat Rabbit Luigi tatsächlich wirklich ein Problem, ne? Das wird richtig ungemütlich da jetzt. Das wird richtig, richtig ungemütlich. Wir können mal gucken, ob wir noch ein Item haben, was wir einsetzen können vielleicht. Sechs brauchen wir doch, ne? Sechs, und ich weiß nicht, wie lange das Schloss da anhält. Also. Ah, siehst du, ist schon vorbei. Oh, verdammt. Wir können halt mit Raserei auch immer nur einen einzelnen austackeln. Okay, was haben wir jetzt? Bewegungsboost, neuer Bewegungsradius. Gegen Super-Effekte. Einfach mal die Geschichte und guck mal, was uns das was das bewirkt. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht eingesetzt. Kein einziges Mal. Ich stehe halt trotzdem immer noch so richtig schön ungedeckt. Ne? Er muss einen Pilz nehmen. Ein einfacher. Wir haben keine Pilze mehr. Ne? Ich spüre es. Ah, wir haben noch einen Punkt. Frage. Mehrere Treffen oder Rex Claudius? Ich hoffe, das war jetzt keine blöde Idee. Weil wir stehen halt richtig ungedeckt da. Also gegen so eine Sachen ist sie halt trotzdem nicht immun.
könnte unsere letzte Runde gewesen sein. Es ist einfach zu voll hier. Ach, scheiße. Naja, wobei, doch, guck mal. Es macht relativ wenig Schaden. Vielleicht hätten wir den Keks schon eher essen sollen. Gut. Oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Oh, ist das grausam. Toll. Alle gehen sie natürlich auf sie, weil die denken so, na, guck mal, die hat jetzt einen Keks gegessen. Alles neidische Menschen. Hey! Rabbits. Ja, genau, nehmt doch mal ihn. Ich glaube, das war der übelste Fehler, ne? Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Wenn die uns jetzt auch noch Schaden zufügen können, dann haben wir wirklich ein Problem. Bitte nicht. Oh, scheiße. Gut. Nein! Oh Gott! Ist das grausam? Was tue ich hier? Wenn ich die alle vernichten könnte. Das wäre so schön. Man könnte es wahrscheinlich auch regeln, wenn man die richtigen Sparks, also wenn man Rabbit Luigi vielleicht einfach noch andere Sparks irgendwie gibt. Ist das dadurch auch so die übelst lange Schlacht, ne? Also, wichtig ist jetzt erstmal sie hier am Leben erhalten. Oh, ist die letzte Truhe. Mann, wir haben alles aufgebraucht fast. Scheißdreck, Alter, das gibt's doch nicht. Ich würde ja sagen, dass wir hier dezent irgendwie weg müssen, ne? Kato ist blöd. Wer ist blöd? Ja, genau so. Ja, mal zweimal mehr wie du. Weil stehe ich jetzt am Rand, was auch blöd ist, weil ich so nicht weglaufen kann, bin ich ja wieder die nächste Zielscheibe. Oh, wir brauchen noch fünf. Wir brauchen einfach noch fünf, Freunde. Mitten reinstellen ist halt auch Käse. Bitte. Lass uns ein paar sterben. Am besten fünf. Wir haben es geschafft. Oh. Halleluja, mein Gott. Sie sieht so abgekämpft aus, wie ich mich fühle und wie wir uns alle fühlen wahrscheinlich. Oh, was war das jetzt für eine Schlacht? Mein Gott. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es schaffen. Aber es hat uns auch richtig, richtig viel gekostet. Ach Gott. Und jetzt haben wir sie ausgerüstet. Sorry, aber das müssen wir umtauschen. Nichts gegen sie, aber... Ey, warum haben wir ihn denn jetzt mit drin? Also erstmal... Und... Wir haben Erinnerung. Stimmt, Wagner. Haben wir in der letzten Folge, glaube ich, bekommen und noch nicht angehört. Wagner, der eloquente, kompetente und leidenschaftliche Chefingenieur der Terraflora Eisenbahn, geht in seinem Job voll auf. Er ist ein großer Liebhaber aller mechanischen Dinge und hängt sehr an seiner geliebten Dampflok, um die er sich mehr als rührend kümmert. Direkt nach der Lok kommt aber auch schon der Fahrplan. Er ist nicht nur auf seine Pünktlichkeit stolz, sondern auch darauf, dass die Rabbits auf Terraflora auf ihn zählen können. Okidoki und Rabbit Rosalina. Analysen, Daten, Beweise. All das erlaubt es einer KI wie mir, hinter die Fassade zu blicken. Rabbit Rosalina widerspricht jedoch all meinen Erwartungen.
Sie ist lethargisch, genervt, zynisch und permanent gelangweilt. Aber wehe der Lebensform, die sich zwischen sie und eine geliebte Person stellt. Besonders, wenn es sich um Rosalina handelt, ihr Idol. Geboren wurde sie während des berühmten Kellerzwischenfalls. Später wurde sie von Orion gerettet und heute ist sie eine von uns. Was ist denn der Kellerzwischenfall? So, jetzt ist halt die Frage, was tun wir? Vielleicht noch ein bisschen einkaufen? Nee, warte mal, gar nicht wahr. Wir gucken erstmal, was uns hier jetzt noch für einen Weg ermöglicht hat. Ach schön. Und vor allen Dingen darf Rabbit Peach jetzt mal die ganze Geschichte machen, aber warte mal. Klappt nicht. Ist kaputt. Hä? Aufgebraucht. So. Ja, ist das nur ein Weg nach oben? Ich hätte gedacht, irgendwas, was uns vielleicht ein bisschen weiterhilft. Aber nee, das hilft uns nicht weiter. Alle lachten, als er ankündigte, dass er eine Serie einzigartiger, bescheuerter Bilder von digitalen Pömpeln verkaufen wollte. Was? Aber schaut euch an, wo er jetzt steht. Digitale Pömpel? Okay. Wir haben hier unten auch noch ein Rätsel, wo ich noch nicht weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, gut. Frage. Was machen wir jetzt? Weil irgendwie zur Speisspitze kommen wir ja nicht. Da kriegen wir die Sachen ja jetzt nicht weg. Schleimerjagd. Ja, fehlt uns auch noch eine. Also, wir können natürlich jetzt, wir sind ja hier, warte mal. Ich glaube tatsächlich, wir werden jetzt nochmal zum Rabattbot gehen. Wir müssen Pilze einkaufen. Ich hoffe, dass es vom Geld einigermaßen reicht. Weil ich glaube, so viel Geld haben wir jetzt auch nicht dazu bekommen. Ist okay. Also, pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall so eine Geschichten. Wir haben 3, 4. Hiervon haben wir gar nichts mehr. Ich werde hier 2 kaufen und von denen 3. So, dann passt es erstmal. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir nach oben? Das hat ja irgendwie nicht funktioniert. Ich laufe im Kreis. Warum? Da bin ich ja jetzt da, wo ich war. Ich bin schon wieder zu blöd, um den Weg zu sehen. Ach, da runter. Oh, Entschuldigung. Es ist einfach spät. Oh. Also ein Schleimer wäre halt noch gut. Wenn sich hier nochmal einer zeigen würde. Und ansonsten wäre halt die Frage, wie kommen wir hoch? Wie kommen wir hoch? Ich weiß gar nicht, ob wir von unten nochmal nach oben fahren können. Ah, warte mal. Was macht die Röhre? Kennen wir die Röhre schon? Bringt uns sie nach oben? Wo bringt uns die Röhre hin? Oben. Oben, oben, oben. Ja, genau, weil hier haben wir jetzt nämlich das Problem, ich habe die Teile nicht wegbekommen. Man hört zwar was, aber es passiert nichts. Und das finde ich schwierig, weil ich nicht weiß, wie wir weitermachen sollen. Das ist mein dezentes Problem. Was macht die Röhre? Wenn die uns jetzt wieder zurückführt, wäre das problematisch. Aber nee. Wir werden jetzt nochmal zu der zweiten Stelle gehen. Die es hier gab. Ja.
Ah, guck mal. Genau, da müssen wir nämlich jetzt immer den Schalter erst aktivieren. Der, wo auch immer war. Oder haben wir hier oben irgendwie noch ein Rätsel? Ah, schwierig. Sehr schöner Sound. Nee, genau dieser Schalter. Aber wie kommen wir nach oben? Warte mal. Ich laufe mal kurz jetzt einmal hier lang. Ah, wir kommen durch rüber. Sicher? Nö. Okay, der war jetzt doof. Pass auf, dann werde ich hier einmal den Schalter bedienen. So. Ah, genau, zwischen unten und oben. Ich würde halt tippen, das muss dann einfach der Weg da unten sein, wo wir irgendwie weitermachen müssen. Komme ich da jetzt nicht hoch? Ach, blöd. Wie komme ich denn zurück? Hier, nehmen wir doch einfach diesen Weg. Aber dann verstehe ich nicht, warum es nicht weggeht. Warum geht es nicht weg? Wir sprechen nochmal mit ihm. Dieser Dorn will nicht weichen. Was passiert denn jetzt, ne? Ich weiß nicht, soll das so oder soll das nicht so? Weil wir kommen an der Stelle halt sonst nicht weiter. Ich habe fast die Vermutung, dass das irgendwie ein Bug ist. Weil das ist so kompliziert, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder muss ich jetzt irgendwas anderes machen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nee. Hm. Hey. Also hier komme ich nicht weiter. Es geht nicht. Ich komme hier nicht weiter. Schneller machen. Also da bin ich mit meinem Latent tatsächlich am Ende. Ich weiß nicht, wie wir es wegkriegen sollen. Überlegung wäre natürlich, man besucht erstmal irgendwie einen anderen Planeten. In der Hoffnung, dass das alles respawnt. Ja, Wagners Verzweiflung ist auch meine Verzweiflung. Entferne den ersten Finsterzeit-Dorn. Tja, das ist eine richtig gute Frage, Ladies and Gentlemen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie wir weitermachen sollen. Wir werden das herausfinden in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch wieder mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty.